Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Dark Fantasy Spiel Zimbarum und das Grundregelwerk von Prometheus Games. Viel Spaß! Ja, wie jedes gute Grundregelwerk geht auch Zimbarum damit los. Was ist überhaupt ein Pen and Paper? Wie kann man das spielen? Wie viele Freunde brauche ich? Und erklärt natürlich auch nochmal die Würfel. Das kann man dann hier auf der nächsten Seite sehen. Es gibt da noch einen Charakterbogen, der abgebildet ist. Das soll uns jetzt hier in dieser Rezension allerdings alles nicht interessieren und da springe ich mal drüber. Die Struktur, die Sie hier gewählt haben, gefällt mir sehr gut, denn warum soll ich mir einen Troll oder einen Goblin erstellen, wenn ich gar nicht weiß, in was das für einer Welt spielt? Und daher muss eben erst einmal die Ausgangsbasis geschaffen werden, damit dann später folgend die Regeln kommen zu den Charakterstellungen und so weiter und so fort. Und deswegen schauen wir erst einmal auf den Kontinent. Zunächst möchte ich auf die unglaublich guten Zeichnungen eingehen, die ich immer wieder mal hier einblende und dann mir dementsprechend die Seiten raussuche, die eine gute Zeichnung haben. Ja, Zimbarum. Es geht um ein verlorenes Königreich, einen Krieg, der ausbrach, Krieg mit dunklen Wesenheiten, die erst einmal nicht näher spezifiziert werden. Vor 20, vor 21 Jahren musste der Kontinent bzw. das Königreich musste evakuiert werden und ein gesamtes Volk zog dann über die Titanen, eine Bergregion, in den nördlichen Pfad, in Richtung Davokar. Das ist dann eine Region, die an einem sehr großen Wald liegt und dort in der Ebene zwischen dem Wald, dem riesigen uralten Wald der Vorfahren, der seit Tausenden von Jahren von diesen Menschen nicht mehr ja, gesehen worden ist und zwischen den Titanensteinen, also den Bergen, dann geschützt, haben sie ein neues Land aufgebaut. Das ist die Karte dazu. Da könnt ihr euch dann hier einmal ansehen. Ist hier leider ein bisschen klein, aber im Süden die Titanen, in der Mitte Yndaros, die Hauptstadt, und im Norden dann der riesige Wald Davokar. Das neue Königreich wird dann Ambria genannt und ja, hier könnt ihr dann auch nochmal oben einen Kilometerzähler, eine Legende erkennen, gemeinsam mit einem Maßstab 1 zu 4 Millionen und ja, da wird dann eben schon mal die Dimensionen ja, preisgegeben, worum soll es dann überhaupt gehen. In der Distelfeste, das kann man dann vielleicht noch sehr klein erkennen, am Rande des Waldes geht es dann eben los und alle Abenteurer wollen dann diesen Waldstrich entdecken und wer sich eben am weitesten nach Norden traut, der entdeckt die größten Schätze unter den Voraussetzungen, dass man die Gefahren dort überhaupt überlebt. Ja, hier geht es dann natürlich auch noch einmal um diesen Krieg, der dann vor ein paar Jahren stattgefunden hat und wie die Königin tatsächlich hier auch ziemlich badass die Horden dann ja, nicht geschlagen hat, aber dann zumindest zurücktreiben konnte, sehr viel Zeit erkauft hat, während die anderen dann evakuiert worden sind. Die Königin selber gerät auch in Gefangenschaft, hat aber ihr Gesicht verloren, ist also ziemlich verschandelt. Und läuft seitdem dann ja in einer Eisenmaske herum, sodass dann eben ihr entstelltes Gesicht nicht mehr gezeigt wird. Also ist hier wirklich eine richtige Kriegerprinzessin oder eine richtige Kriegerkönigin, wenn man so mag. Die Kirche von Prios, dem Sonnengott, ist dann hier ebenso badass wie die Königin selber, denn der Vorsteher der Kirche hat sie dann aus den Fängen gerettet, war das dann eben selber, hat dabei ebenso sein Gesicht verloren, ist dann ziemlich verbrannt und entstellt. Und er ist eben so badass, dass er nicht mal mehr eine eiserne Maske trägt, sondern sein zerschandeltes Gesicht eben offen zeigt. Und ja, jetzt müssen die Leute eben sich ein neues Königreich aufbauen, was dann eben auch schon geschehen ist in diesen 21 Jahren. Das heißt, man hat hier schon die ersten paar Städte, riesige Städte gebaut, entdeckt, neu entwickelt. Das war dann eben so ein bisschen die geschichtliche Einordnung von Zimbarum bzw. dem Königreich Ambria. Ja, hier kann man dann noch einmal die Königin erkennen, die hier begleitet von ihren Wachen wird, die Eskorte, die Dämmermönche, die hier dann gerade durch Yndaros ziehen und zur Kathedrale der Märtyrer.
Die Fraktionen werden vorgestellt. Das sind dann vor allem die Adelshäuser, die Verwandten der Königin, die sie da dann eben auf die Landstriche verteilt hatte, jedem irgendwie eine eigene Stadt geschenkt hat, in der er dann Handel treiben kann, in der er Steuern verlangen kann und so weiter und so fort. Und die Adelshäuser, die Fraktionen werden dann hier vorgestellt. Natürlich werden auch die Barbaren vorgestellt und auch die Elfen, also sämtliche Fraktionen, die dann mehr oder weniger mal mit den Menschen zu tun haben. Die Barbaren sind dann die zurückgebliebenen Menschen, wie gesagt, vor tausenden Jahren, haben die Menschen hier normalerweise schon mal gelebt, haben sich dann aber nach Süd zurückgezogen und jetzt sind sie eben durch diesen Krieg genötigt worden, wieder zurückzukehren. Diese Barbaren sind übrig gebliebene Menschen, die damals hier blieben. Und die Elfen sind natürlich dann die Wächter des Waldes, die davor warnen, zu tief in ihnen vorzudringen, die davor warnen, dass man ihn abholzt und die sich auf uralte Gesetze, die damals geknüpft worden sind, stützen, die ihnen dann erlauben, Menschen zu töten, wenn sie dann zu tief vordringen. Es gibt noch Hexenwesen und weitere Götter, die hier von diesen Barbaren angebetet werden. Und das wird hier alles eben auf den folgenden Seiten erklärt, sodass man dann nicht eben nur die Menschen kennenlernt, sondern auch die Barbarenvölker. Und da bekommt man schon richtig Lust, sich einen Charakter zu entwickeln, der dann aus den verschiedenen Regionen kommt. Ja, dann soll natürlich noch etwas zu dem Wald selber gesagt werden. Finster, dunkel, Davokar. Ihr könnt das hier auf der linken Seite erkennen. Einige Ruinen, die wohl hier in diesem Wald stehen. Eine Hauptstadt, die wohl Zimbar heißt. Niemand hat sie bisher gesehen. Daher leitet sich dann auch der Name Zimbarum ab. Also Zimbar, die Hauptstadt, die dann entdeckt werden muss. Los geht das für eine Entdeckergruppe in Distelfeste. Und das finde ich ganz interessant. Hier kann man dann sowas wie eine Entdeckerlizenz auf der linken Seite erkennen. Finde ich unglaublich lustig, dass hier dann solche Lizenzen ausgeteilt werden. Und wer ohne eine solche Lizenz dann im Wald herumläuft und von Wachen aufgeschnappt wird, die hier gerade im Rand von Davokar noch herumlaufen, dann keine Lizenz vorweisen kann, der wird richtig, richtig gut weggesperrt. Oder, naja, es gibt eben hohe Strafen. Das will keiner riskieren. Deswegen besorgt man sich dann eben diese Entdeckerlizenz. Und da wird dann teilweise auch schon gesagt, dass jeder irgendwie was sammelt. Und ob das jetzt Feuerholz ist oder Beeren, die Sammellizenz braucht schon mal jeder. Genauso wie die Ernte- und die Erforscherlizenz, auch wenn man da nicht irgendwelche Ruinen erkunden will. Aber wenn man in diesen Wald hineingeht, dann wird man hundertprozentig irgendwas entdecken. Und wenn es nur ein Stein von einem abgebrochenen Häuschen ist, dann ist das schon eine Erforschung. Von daher, ja, je nachdem, wie groß die Anzahl der Personen ist, je nachdem, wie kompetent oder inkompetent sie sind, müssen sie dann mehr oder weniger bezahlen. Und ich finde das hier unglaublich geil, wie dann hier gerechnet wird, wie man dann diese Mission beginnt. Ja, ich hatte da sehr viel Spaß beim Lesen, wenn man dann vom lichten Davokar in den dunklen Davokar eindringt. Übrigens kann man hier immer mal wieder auf den rechten oder linken Seiten erkennen, das sind rot geschriebene. Das sind dann irgendwelche Ingame-Texte, irgendwelche fluffigen Elemente, teilweise irgendwelche Geschichten oder Prophezeiungen von einer Hexenkönigin oder eine Hymne. Hier kann man das eben erkennen, eine Hymne an den blättertiefen Wald von Taubio, einem Erzähler, einem, ja, weiß ich nicht, was Taubio für einer ist, aber die Erzähler, die Barden werden hier sehr, sehr hoch gehandelt, sowohl bei den Barbaren als auch bei den Menschen. Ja. Folgend wird dann natürlich noch etwas zur Distelfeste gesagt. Das ist ja dann der Ort, wo man aufbricht, wo man sich seine Lizenz besorgt. Und auch das ist hier mal wieder eine von diesen schönen, wunderschönen Zeichnungen, die man hier entdeckt. Riesige Tore, ein ganzes riesiges Areal. Und hier wird dann eben gesagt, wer wohnt wo und warum wohnt er dort. Das ist hier nicht mit irgendwelchen speziellen Häusern. Und der wohnt an dieser Winkelgasse und 2 Meter weiter ist das Haus vom Bürgermeister. Meister und beschrieben, sondern sehr, sehr offen. Es das heißt einfach nur, im Norden ist der Wald und deswegen schießen da die Elfen auch mit Brandpfeilen. Die reicheren Leute ziehen sich also zurück in den Süden, damit sie eben nicht von diesen Pfeilen im Norden angegriffen werden können. Weil so, dass sich dann eben im Süden dieser Stadt dann Reichenviertel entwickelt hat. Sowas in der Art ist es. Es ist jetzt hier kein kleinklamüserter Stadtaufbau. Da hat also auch der Spieler da selbst noch sehr viel freie Auswahl. Ja, es wird dann noch ein bisschen was zu den Gilden gesagt, die hier ansässig sind, so wie der Magierorden, Ordo Magica.
der hier seine Türme hat. Auch das sollte dann wohl hier auf dieser Karte dann zu finden sein oder auf dieser Zeichnung. Das müsste eigentlich dieser große Magierturm sein, wenn ich mich nicht irre. In der Geschichte der Distelfeste gab es dann, das habe ich ja eben schon gesagt, immer wieder Angriffe. Daher wurde dann der Wald auch gerade dann Richtung Norden weiter gerodet. Eine Feuerbresche, die entstanden ist, damit man eben keinen Angriff der Elfen ausgesetzt ist. Der hatte vorher nämlich direkt dann an diesen Wald gegrenzt und das musste man dann eben weiter ausbauen. Also so wird dann ein bisschen diese Stadt beschrieben, diese Distelfeste. Ja, kurz damit ihr euch das einmal vorstellen könnt, auch hier wieder mit einem Maßstab, damit man dann ungefähr weiß, wie groß ist diese Stadt. Nachfolgend werden natürlich nochmal die ganzen Gebäude erklärt, also wann finde ich was, wo, wie. Das Leuchtfeuer, also so einen großen Leuchtturm, der dann eben den Leuten, die aus dem Wald kommen, auch den Ausgang zeigt, damit sie das überhaupt sehen. Eine Agentur für Söldner, die Mutter Mehira, die ihr sehen könnt, wo man dann sich ein paar Agenten anwerben kann mit verschiedener Risikobereitschaft und auch Qualität, die sie haben, wenn man dann eben noch relativ neu in der Welt von Zimbarum ist, dass man da dann nicht kaputt geht nach der ersten Begegnung im Wald. Ja, die sind eben so ein bisschen qualifizierter, möchte man meinen. Ja, ansonsten, wo sind die Armenviertel, wo sind die Reichenviertel oder die Händler? Wie ist das mit diesem ja, Nachtheim, das ist dieses Haus vom Bürgermeister, wo niemand genau weiß, was da alles drin ist und welche Artefakte da lauern. Auch das wäre dann nochmal ein Abstecher wert, wenn man nicht in diesen Wald hinein möchte, sondern mit seinen Schurken erstmal eine kleine Erkundungstour machen möchte. Auch das würde da dann eben angegeben werden. Also eine ganz typische Stadtbeschreibung, die jetzt hier folgt. Es ist nicht zu dicht wie bei DSA, aber man bekommt auf alle Fälle schon mal einen Eindruck von dieser Stadt und das gefiel mir sehr gut. Ja, danach kommt Yndaros, die Hauptstadt von den Menschen. Auch die ist natürlich einmal mit einer Karte gegeben. Ich wollte hier noch einmal ein weiteres Bild geben. Ich finde die Bilder, wie gesagt, sehr, sehr hübsch und deswegen einmal das als Startseite für Yndaros. Und die dann wieder gänzlich anders aussieht im Vergleich zu Distelfeste. Ja, auch hier werde ich nicht wirklich drauf eingehen. Ihr habt ungefähr so ein bisschen raushören können, wie das bei der Distelfeste so ist. Bei Yndaros gibt sich das eben auch nicht so viel. Auch da wird dann einfach nur noch diese Stadt beschrieben. Warum ist die so besonders und was könnte ich hier erleben? Es gibt überall wieder ein paar Eindrücke für den Spielleiter und überall werden so ein bisschen passiv ein paar Ideen aufgeworfen, wie diese Abenteuer losgehen könnten. Was kann man in den einzelnen Stadtvierteln erleben? Und das ist eben sehr schön geschrieben, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen und da bekommt man auf alle Fälle eine gute Idee von den Städten. Und ja, wenn man da drin spielen wollen würde, dann funktioniert das ganz hervorragend. Ja, dann geht es weiter mit einer. Das ist keine Stadt, sondern das ist jetzt ein Gebirgs. Ja, Zeltstadt, Ort, ein Karvosti. Das ist einfach eine Region im Davoka, im finsteren Wald, von den Barbaren und von den Hexen. Da leben auch noch ein paar andere normale Menschen, die Prios-Anhänger, die Menschen, die zivilisierten Menschen sind dann irgendwann mal hier auf den Trichter gekommen und haben gesagt, hier gibt es Artefakte und Relikte und dieser heilige Berg von den Barbaren und den Hexen müsste eigentlich mal erobert werden. Das hat allerdings nicht geklappt. Als die dann mit 100 Soldaten von Tempelwache, irgendwelche heiligen Kriegspriester sind sie dann hier einmarschiert, haben versucht, denen auf die Schnauze zu hauen, aber es hat nicht funktioniert und seitdem sitzen sie hier. Ab und zu gibt es mal ein paar aufschwelende Konflikte in Karvosti. Aber meistens raufen sie sich dann doch wieder zusammen, wenn dann ein gigantisches Biest, eine Bestie aus dem ja, Davoka herauskommt, diesen Berg dann nach oben steigt und versucht dann das anzugreifen. Aus welchen Gründen auch immer, dann kämpfen sie Seite an Seite und eigentlich haben sie sich dann doch ganz dolle lieb. Ja, und so geht es dann auch schon zu den Spielerregeln, Buch 2, was dann hier eben sehr schön auch abgetrennt worden ist, wo dann es um die Regeln geht, um den Charakterbau vor allem erst einmal. Und später folgen dann die Regeln für den Spielleiter. Aber zum Aufbau sage ich dann später in der Kritik nochmal was. Natürlich soll es erstmal darum gehen, wie erschaffe ich mir einen Charakter, wie sind die Regeln dazu und auch das ist wieder schön aufgebaut. Man erschafft seinen Charakter mit den 8 Attributen, die könnt ihr dann oben erkennen, mit einer vorgegebenen Anzahl an Punkten. Man kann quasi immer auf 10, 10, 10, 10, 10 starten. Das heißt, man hat alles irgendwie sehr durchschnittlich. Man würfelt mit einem W20 und muss die Sachen dann unterwürfeln. Das heißt, höher ist gut. Der niedrigste Wert darf eine 5 sein und der höchste darf eine 15 sein. Höher geht's nicht, zurzeit noch nicht.
zumindest beim Start nicht. Und ja, dann kann man eben irgendwie die Punkte hin und her zaubern. Man kann sich eine Charakterklasse aussuchen. Das ist dann der Krieger, das ist der Mystiker oder das ist der Schurke. Von da ausgehend kann man dann seinen Beruf wählen. Man kann dann überlegen, bin ich ein Waldläufer, bin ich ein Ogerschlechter, bin ich ein Kriegsveteran. Man kann das irgendwie nennen, wie man will. Das ist gehupft wie gesprungen. Wie man das dann nennt, wie man seine Punkte verteilt, völlig egal. Man kann auch, und das finde ich sehr gut, einen Schwarztroll nehmen, der dann irgendwie ziemlich groß und riesig ist und der ist ziemlich dumm, aber er ist trotzdem Magier. Und wenn man das spielen will, ja, dann legt einem das Regelwerk hier keine Steine in den Weg. Es sagt dann auch, ja, ihr solltet euch vielleicht überlegen, ob ihr eure Willenskraft steigert, aber wenn ihr das halt nicht machen wollt, dann macht ihr es halt nicht. Das heißt, wer da eben sehr crazy abgedrehte Ideen machen möchte, der kann das tun. Man kann dann auch einen Goblin beispielsweise spielen in schwerer Rüstung, der dann Krieger ist und Schwarztrolle umbringt. So ein kleiner Goblin eben. Wie man das dann am Ende ausdefiniert, wird dann eben auch hier beschrieben. Es gibt in dem Buch, wenn man das Buch hat, da gibt es ein Lesebändchen drin. Und unter anderem würde ich dann eben dieses Lesebändchen hier hereintun, gerade weil das dann hier eben auch, na, ihr könnt das hier am Rand erkennen, gibt es dann auch die Seitenanzahl, die hier genannt wird. Berufe auswählen, Eigenschaften steigern, das Volk. Das Volk hat auch keinen regeltechnischen Einfluss dann wirklich. Man, ja, wenn man Goblin sein will, ist man halt ein Goblin. Wenn man Oger sein will, dann ist man Oger oder ein Wechselbalg. Also ein Halbelf ist es nicht wirklich. Es sind dann menschliche Kinder, die werden gestohlen und die Elfen, die bösen, fiesen Elfen, legen einem dann ein Baby von irgendwie ihrer Rasse da rein, was sich dann verwandelt. Aber zu den Hintergründen dann später mehr. Fähigkeiten, Stufen. Diese Seite ist schon ziemlich vereinfacht, das, was man irgendwie wissen muss, und von hier aus kann man dann eben seinen Charakter ziemlich schnell bauen. Ja, es werden auch noch ein paar Archetypen vorgestellt, je nachdem. Hier fangen sie erstmal mit dem Krieger an, da kann man dann, wie gesagt, nochmal Berufe wählen. Hier ist das dann unter anderem dann der Berserker oder der Hauptmann. Da gibt es auch wieder ein paar schicke Bilder zu, die zeige ich jetzt nochmal. Ja, hier zum Beispiel dann auch der Söldner oder der Ritter. Dann gehen wir weiter zum Mystiker. Das ist dann gleich schon die nächste Seite. Wir haben da was übersprungen, aber ist auch nicht so wichtig. Ich zeige euch einfach noch ein paar Bilder, weil, naja, wenn euch das interessiert, dann ladet euch die PDF runter oder kauft euch das Buch. Das lohnt sich, finde ich zumindest. Ja, die Mystiker sind nicht nur Zauberer, sondern das können auch Geweihte in Anführungsstrichen sein. Also wenn ich einen Prios-Priester spielen will, der dann mit seinem göttlichen Auftrag umherläuft, auch der wäre dann über einen Mystiker abzubilden. Der würde dann eben seine eigenen Fähigkeiten bekommen, kann dann auch unter anderem eigene Companions rufen, so nenne ich sie einfach mal, also Krieger aus Licht, die er dann auch spielen kann. Die laufen dann mit einem weiß glänzenden Schwert rum und naja, bis sie sterben, laufen die eben mit dabei rum. Und das sind dann schon ziemlich abgedrehte Sachen, die man da machen kann. Bei den Mystikern natürlich genauso, kann man sich dann andere Gesichter aufziehen und verwandeln und hast ja nicht gesehen. Also da sind der Vorstellung fast keine Grenzen gesetzt. Das ist ziemlich schön. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Bilder, unter anderem dann der Prios-Priester hier auch mit mystischer Maske auf. Das ist dann der Theurg, so wird er hier genannt als Beruf, oder auch Zauberer. Das ist dann ja irgendwie so ein merkwürdiger Wechselbalg, Zauberer eben. Ne? Müsstet ihr euch dann überlegen. Da steht dann auch immer drin, empfohlene Völker, menschlich, aber das muss eben nicht sein. Das ist nur empfohlen. Wenn ihr meint, dass ein Goblin ein Prios-Priester wird, dann ist das möglich. Auch das steht dann hier unter anderem im Buch drin. Oder ein Oger. Ein Oger, ja, und empfohlene Fertigkeiten ist da natürlich noch drin, nach dem Motto, was wäre denn sinnvoll zu kaufen, aber wenn ihr die halt nicht spielen wollt, dann halt nicht, dann kauft euch irgendwas anderes. Also sehr viele Freiheiten, die hier gelassen werden. Ja, und zu guter Letzt die Schurken, auch die werden hier vorgestellt, Scharlatane, Waldläufer, Diplomaten. Oben links im Zitat, da kann man es eben auch nochmal sehen, was das so unter anderem für Berufe sind, unter anderem auch Gastwirte. Auch die ziehen einem dann ja, das Geld aus den Taschen. Und auch da sind dann, ihr kennt das dann eben von den Kriegern und von den Magiern, wieder coole Bilder drin.
Hier haben wir einen Hexenjäger oder einen Schläger und auf der nächsten Seite haben wir den Schatzsucher und den Waldläufer. Dann haben wir die Bilder dazu auch und wir machen weiter. Hier gehe ich dann nur sehr, sehr schnell drüber. Hier werden dann nochmal die Eigenschaften erklärt. Die 8 Stück Aufmerksamkeit, Ausstrahlung, Gewandtheit, Heimlichkeit. Und hier finde ich eben sehr gut, dass die gegeneinander gewürfelt werden. Das steht hier auch explizit drin. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird gegen die Heimlichkeit gewürfelt. Oder die Heimlichkeit gegen die Aufmerksamkeit. Und das wird dann auf der nächsten Seite nochmal sehr schön erklärt. Mit den Strichen, mit den Pfeilen, was gegen wie gewürfelt wird und wie werden dann Eigenschaften mit einem Modifikator versehen, um dann die gegnerische Probe zu erschweren und so weiter. Wird dann hier alles eben auf den folgenden Seiten erklärt. Wer die alten Dungeon Classic Roleplay Games schon kennt, so Dungeons and Dragons, die ganz alten Sachen oder auch Beyond the Wall, das ganze alte Zeug, was jetzt wieder hochkommt, wer das kennt, das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, muss ich sagen. Das ist ein ziemlich einfaches Rollenspiel, man kommt da schnell rein. Das ist keine, da muss man keine Mathematik für studiert haben und ja, dementsprechend ist, kann vieles abbilden und ja, da wird der Spielleiter eben auch gut unterstützt. Ja, es wird noch einmal ein bisschen was zu den Völkern erklärt. Wirklich regeltechnisch ist das nicht richtig, aber wenn man dann zum Beispiel für seinen Schwarztroll einen Namen braucht oder für den Goblin, für das Wechselbalg, dann wird das hier eben nochmal erklärt und hier zeige ich dann nochmal ein schönes Bild, weil die sind alle so geil. Hier wird dann nochmal was zu den eben genannten gesagt, zu den Ogern, zu den Goblins, weil das eben noch ein paar besondere Völker sind. Die können einfach so integriert werden. Ja, wer sowas eben zusammen mit einem Menschen, mit Barbaren, mit Wechselbälgern spielt, möchte, der kann das tun. Da gibt es vielleicht so ein paar Reibereien, aber das ist auf keinen Fall irgendwas, wo man sich dann gegenseitig umbringen muss, nur weil da ein Ogre in der Gruppe ist. Die werden so ein bisschen ausgegrenzt, sag ich mal, oder für die wirklich unbeliebten Sachen benutzt. Die Ogre stehen in der Arena und die Goblins putzen Klos, aber wie gesagt, wenn man dann als Heldenfigur hier erstellt ist, dann kann man auch einen Goblin-Magier spielen oder einen Ogre-Schurken, der dann leise rumschleicht. Das geht alles. Ja, die Fertigkeiten gibt es zahllose Sachen, die da nochmal erklärt werden, aber auch das ist dann nichts, was einer Rezension gehört. Wer da irgendwie dann Fähigkeiten gekauft hat, der kann sie hier nochmal nachblättern. Ebenso ist das mit den mystischen Traditionen. Wer sich dann, ja, der Mystik dann vertieft hat, der kann dann hier seine Zaubersprüche nachgucken, aber auch das ist nichts, was ich jetzt hier erklären werde. Ja, natürlich darf dann auch ein Ausrüstungsteil nicht fehlen, damit man so ein bisschen grob weiß, was macht dann eine Waffe an Schaden, überhaupt wie ist dann ein Talerwert oder diese verschiedenen Einheiten, die ich hier habe, was kostet was, 5 Taler, 1 Taler, 10 Schillinge. Wer da also ein bisschen das Handling für haben will, kann dann auch verschiedene Würfel auspacken. Da werden dann hier ganz seltsame D&D-Würfel benutzt, also ein W4, ein W6, ein W8, ein W10 und so weiter. Je größer und schwerer die Waffe, desto schöner ist der Würfel. Ja, dann geht es natürlich auch nochmal um die Regeln im Kampfe. Also, wie wird das mit der Initiative gemacht? Auch das sollte euch dann nicht überraschen. Wer eine hohe Gewandtheit hat, der darf anfangen. Oder der darf sich aussuchen, wer anfängt. So ist es ein bisschen, weil man dann eben eingreifen kann. Ja. Und da wird dann so ein bisschen erklärt, wenn ich mir jetzt diesen Schurken oder diesen Krieger gebaut habe, wie kann ich damit überhaupt kämpfen? Das gehört dann auch noch in dieses Spielerbuch, damit dann die überhaupt wissen, was sie da tun. Was ich hier nochmal hervorheben will, die Kurzzusammenfassung im Kampfe. Die Seite würde ich mir nicht rausreißen, weil das Buch ziemlich hübsch ist, aber das würde ich mir auf alle Fälle mal einscannen oder wenn ihr die PDF habt, dann, naja, auf alle Fälle mal ausdrucken. Da kann man sich dann sehr, sehr schön entlanghangeln und da wird dann alles erklärt, was man braucht. So eine Seite, die in diesem Buch dann wirklich nochmal alles zusammenfasst, ich finde das hervorragend. Und wir gehen weiter zu den Spielleiterregeln. Ja, hier wird dann nochmal ganz erklärt, was ist ein Spielleiter, wie baut er seine Story auf, wie bearbeitet er vor oder wie bearbeitet er nach. Das ist nichts, das überraschen sollte. Aber auch das gehört hier nochmal rein, falls jemand noch nie Spielleiter war oder wer wissen möchte, wie das geht. Ja, wie baue ich Kämpfe auf? Wie schwer soll eine Herausforderung sein? Oder wann ist sie zu einfach? Wann gebe ich Erfahrungspunkte? Wie belohne ich meine Spieler? All das wird hier eben erklärt. Da gehen wir dann drüber hinweg. Für die Zauberer gilt nochmal eine besondere Regel, wenn sie ihre Magie oder ihre Kräfte allgemein benutzen,
dann kann es sein, dass sie Korruptionspunkte sammeln. Das kennt man vielleicht schon auch aus anderen Spielen. Es gibt auch einen Schatten bzw. eine Aura, die kann dann verschieden gefärbt sein, je nachdem, ob man dann in der Stadt groß geworden ist, wo sie dann Kupfer, Silber, Gold ist, oder wenn man in der Natur groß geworden ist, wo sie dann grün oder rot ist, kann es dann eben zu Korruption kommen, wenn dann die Schatten nach einem greifen. Ihr könnt das dann eben auch auf der linken Seite sehen, wo es dann Stigmata gibt, wenn dann sich einzelne Sachen verändern, einfach weil man mit Magie in Konflikt gekommen ist. Das ist schon ganz interessant, vor allem hier diese Beispiele für Stigmata, die Tabelle 24, das werde ich mir mal rauskopieren, da sind richtig geile Sachen dabei und da kann man sich so ein bisschen einen Reim drauf machen, wie das am Ende aussehen könnte, und das ist dann eben auch einer der Gründe, warum hier von Grim Dark Fantasy die Rede ist. Ja, es folgt ein weiteres Kapitel zu Wie erschaffe ich Kampagnen und wie erschaffe ich Abenteuer. Und auch das ist etwas, was für erfahrene Spielleiter selbstverständlich ist. Aber gerade wenn man dann eben Neues in diesem Kapitel ideal, da gehört das hin. Und ja, viele Tipps, die man sich eben auch schon noch einmal als erfahrener Spielleiter angucken kann, wenn man das denn machen möchte. Ja, so ein ordentliches Grundregelwerk muss natürlich auch ein paar Monster haben, ein paar Monster-Handbücher. Am besten natürlich noch mit ein paar guten Bildern dabei, damit man auch weiß, wie sieht die Spinne aus, wie sieht dieses Totenlicht aus, was auch immer man dann da benutzen möchte und auf seine ja, Helden loslassen möchte. Auch das wird hier natürlich beschrieben mit Werteblöcken, die wir uns gleich nochmal angucken. Ja, wir haben hier den gefürchteten Zorn-Troll, ausgehungert sogar noch, beziehungsweise es gibt hier auch in einer Gruppe lebend. Und was ich hier sehr schön finde, ist, man kann hier dann auch die Attribute sehen, die haben natürlich auch die ja, NSCs oder die Monster, auch die besitzen sowas. Und ja, hier sieht dann auch nochmal der Modifikator, der ist hier eingetragen, den hattet ihr ja vorher schon in dieser kleinen Tabelle gesehen, irgendwo weiter vorne. Und hier steht dann eben drin Präzision 13 und alles, was dann eben über diese 10 ist, ist dann der Modifier und der ist dann direkt dahinter eingetragen, modifiziert also dann die konträre Attributsprobe. Das ist natürlich jetzt bei sowas wie scharf sind 10, 0, ist dann natürlich das Rechnen ziemlich einfach. Und ich glaube, so Grundrechenarten plus und minus im zweistelligen Bereich, das beherrschen wir alle. Das ist nicht so schwer, aber es ist angegeben. Also das ist einfach nochmal so ein Ding der Bequemlichkeit. Ich muss hier gar nicht rechnen, es steht hier explizit drin. Das Ding hat eine Ausstrahlung von 7 und dementsprechend wird mein Wurf um 3 Punkte erleichtert, wenn ich irgendwas gegen seine Ausstrahlung mache. Das ist total zuvorkommend. Ja, was wir hier dann eben noch erkennen können, wir haben uns dann noch über die 1000 Jahre alten Spinnen, haben wir mal drüber geblättert, die dann vom Spinnenkönig abstammen. Aber was man hier dann eben zusätzlich noch sehen kann, ist, wenn wir dann langsam bei den verfluchten Sachen oder befleckten Sachen angekommen sind. Ich hatte ja schon was von diesen Schatten gesagt. Und hier ist dann auch der Hirsch, dieser Elch. Da ist dann der Schatten schon ein bisschen korrumpiert. Braun-schwarz wie ein verrottender Tierkadaver. Durch und durch korrumpiert. Oder bei der nächsten Seite eine schwarz-violette Masse, von der vollständig verdorbene Tränen tropfen, wenn man dann hier so einen befleckten Eber uns ansehen. Und ja, das ist dann doch nett zu lesen, wie man dann hier diese Schatten beschreiben kann, wenn dann eine Hexe ankommt oder ganz generell ein Magier, der diese Schatten lesen kann. Dann ich finde, das ist relativ cool beschrieben. Da muss man sich dann nicht irgendwas aus den Fingern saugen, sondern da steht hier dann auch gleich drin, dass man da gar nicht in Verlegenheit kommt. Ja, und in diesem Buch sind dann zusätzlich noch einmal zwei Abenteuer gegeben. Ein Einsteigerabenteuer und eins, was dann eben danach gespielt werden kann, wenn man dann so ein bisschen angekommen ist in Indaros und wie es dann eben auch weitergeht mit dem Wald. Ich werde die Abenteuer jetzt nicht rezensieren, nicht spoilern, damit ihr das dann noch spielen könnt. Es sind dabei ein paar Beispielcharaktere, die man so vergeben könnte, wenn man dann wollte. Man kann natürlich eben auch noch selber welche bauen, aber damit man eben direkt losspielen kann, zum Beispiel auf einer Convention oder so, ja, sind die hier gegeben und das ist für einen Einstieg, ist das echt ein schönes Ding. Ich wollte hier noch einmal eine Kampfkarte zeigen. Wie gesagt, wir reden hier von einem Oldschool-Dungeon-Abenteuer. Gut, es ist halt nicht richtig Dungeon, aber jedes gute Rollenspiel hat natürlich eben auch diese Kampfkarten.
Und zu meiner großen Freude ist das hier ordentlich geeicht. Ich mag das zwar nicht so gerne, wenn man da mit viereckigen Dingern spielt. Ich habe das eher dann sechseckig, aber das ist hier zumindest sehr sinnvoll angegeben. Und man kann dann eben auch erkennen, dass wenn man sich auf dem Wald bewegt, ist es 2 mal 2 Meter groß. Und wenn man dann in diesen Turm hineinsteigt, dann kann man die gleiche Karte benutzen. Müsste man dann vorher irgendwie zudecken mit einem Stück Papier oder mit Kriegsschatten, wenn man dann eben mit einer Software spielt. Das geht dann auch alles. Da ist dann auch die Kästchengröße ist angepasst und sinnvoll. Also ganz, ganz schön, wie ich finde. Ich komme aus dem Staunen eigentlich gar nicht mehr raus und ich hoffe dann noch weitere Abenteuer zu lesen. Ja, es folgt natürlich auch ein Index vom Buch und es gibt noch einmal den Charakterbogen zum Ausdrucken, aber den sollte man dann sicherlich auch nochmal nicht nur in diesem Buch finden zum Rausreißen, sondern den gibt es sicherlich auch auf der Seite von Prometheus Games. Wenn euch das also interessiert, dann ladet euch den Charakterbogen da runter und da müsste ich mir nochmal ansehen, ob es da auch ausfüllbare gibt, damit man die eben nicht nur am Tisch beschreiben kann, sondern ob man damit eben auch online spielen kann. Das müsste ich mir aber nochmal angucken. Ich verlinke zumindest das Ganze, wenn euch das ganze PDF dann interessiert. Ich verlinke Prometheus Games dann. Und das war das Buch. Wir kommen zur abschließenden Bewertung. Ja, Bewertung. Halten wir uns gar nicht lange mit auf. Das Video geht sowieso schon lang genug. Zeichnung und Layout. 4 von 4 Punkten. Ihr habt die Zeichnung gesehen. Für wen das nichts ist. Ja, okay. Für mich ist es was. Deswegen, ich bin da absolut geflasht von. Das gesamte Layout ist super. Da hat Prometheus auf alle Fälle eine ganze Menge richtig gemacht oder richtig übernommen von den schwedischen Designern. Redaktion und Struktur. Ja, die Struktur muss hier vor allem gelobt werden. So wie hier an die Welt herangegangen worden ist, dass erst einmal die Welt erklärt worden ist, wie ist alles, warum ist es so und dass dann so nach und nach die Spielregeln erklärt worden sind, dann die Spielleiterregeln und dann am Ende eben noch einmal das Handbuch für Monster, das Abenteuer, das ist schon richtig gut, muss ich sagen. 4 von 4 Punkten und auch bei der Übersetzung, ich habe keine Fehler gefunden. Es kann sein, dass welche drin sind, aber mir sind sie zumindest nicht ins Auge gesprungen. Deswegen, ja, ich bin einfach hochzufrieden. Bonuspunkte. Ich möchte keine 16 von 16 Punkten geben. Warum? Ja gut, weil das perfekte Werk, ob es das gibt. Gut, man müsste sich ja sowieso nochmal drüber unterhalten, ob meine Art zu bewerten perfekt ist oder nicht. Aber auch da könnt ihr auch gerne Verbesserungsvorschläge schreiben, wenn euch noch andere Punkte wichtig wären. Gerade bei den Bonuspunkten kann ich ja selber noch ausholen und sagen, hat es mir dann subjektiv gefallen oder nicht? Und ja, es hat mir gefallen. Unglaublich gut. Ich habe ein bisschen länger gebraucht zum Lesen. Ich habe es öfter mal aus der Hand gelegt. Ich weiß nicht genau, woran das gelegen hat. Es gibt eigentlich gar keinen Grund. Ich bin hochzufrieden mit diesem Werk. Ja, der Gesamteindruck ist einfach 15,5 von 16 Punkten. Und das hat unter anderem auch ein bisschen was mit dem Preis pro Seite zu tun. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen, 290 Seiten, das Buch kostet im Hardcover mit Lesebändchen 20 € als PDF 12. Und wenn man dann auf der Seite mal ein bisschen weiter umherforscht bei Prometheus, die bringen ja noch ein paar Abenteuer raus, die bringen auch ein paar, ja, so eine Stoffkarte von Davoka bringen die raus. Ich weiß nicht, wie die das finanzieren. Keine Ahnung. Das ist so günstig. Das ist jetzt hier auch keine Schleichwerbung. Ich krieg da nichts von denen. Aber wow, heftig, richtig gut. Ich kann euch einfach nur mit meinem sehr subjektiven Eindruck hier ja loslassen und schaut einfach mal selber rein. Berichtet mir, ob es was für euch ist oder nicht. Eventuell sind die Regeln zu einfach, wenn man so möchte. Das wäre so das einzige Manko. Man muss eben darauf stehen, dass man mit einem W20 wirft. Das ist wie gesagt, diese Oldschool-Welle, dass man wieder alles so ein bisschen auf Dungeons and Dragons eben zurückruft. Ja, das ist die Rezension. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.